Hi Leute, ein User namens Telestis hat mir was zukommen lassen, was geschickt. Und ich werde das, was er mir mal geschickt hat, mal auspacken. Ich lege das gleich die Testung hier. Alles, was da drin ist. Schau, was drin ist. Ja. Noch Sachen drin. So. Gucken wir mal, was da drin ist. Okay, das war's. Das hier ist leer. Man kann sehen, dass es leer ist. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt mal. Das hier, das ist, denke ich, für einen Textmarker, Stabilo Boss Refill für einen Textmarker, was zum Neubefüllen. Ist ganz gut. Danke. Dann hier, was ist das? Machen wir mal auf, schauen wir mal rein. Was wir rausbekommen. Ups, das ist schwer rauszukriegen. Ein Folienkondensator, 1400 Volt Wechsel. 1000. 1000, das könnte ein μF sein, oder? Ne, da steht 0,082 noch da. 1000 Volt gleich 400 Wechsel. 0,08 μF. Ein WiMA. WiMA ist sehr gut. Das ist wow, das ist sehr gut. Sehr guter Kondensator. Und das hier, das ist ein kleiner Lautsprecher vom Handy. Von einem Handy oder so. Das ist ein Mini-Lautsprecher. Ja, damit kann man vielleicht sogar was anfangen. Ich vermute mal, dass es ein Mini-Lautsprecher ist. Dann hier ein Mikroschalter. Okay. Ein Batterieclip. Sowas kann ich momentan sehr gut gebrauchen. Danke. Dann, was ist das hier? Gucken mal da rein. Das sieht aus wie eine Anzeige. Ups, das ist ja schon mal rausgekommen. Eine zweistellige 7-Segment-Anzeige. Und hier sind Pins und da kann man Kabel reinstecken. Zweistellige 7-Segment-Anzeige. Und das hier ist ein Verbinder. Warte, passt ja da rein. Tatsache. Der passt da rein, das ist der Verbinder dazu. Den kann man dann da reinstecken und da anlöten. Dann hätte man eine zweistellige 7-Segment-Anzeige, wo man alles mögliche anzeigen lassen kann. Das ist gut für so Mikrocontroller-Sachen, so Projekte, wenn ich irgendwo eine Zahl anzeigen lassen will. Dann geht es weiter. Das sind Zahnräder. Ich glaube, das ist für Radios und so. Das ist echt viel. Echt viele Zahnräder, Zahnradsachen und so. Das sieht aus, wie wenn es aus dem Kassettenrekorder kommt. So eine Riemenscheibe oder sowas. Dann noch eins. Sowas kommt nochmal am Motor ran für zwei Riemen. Packen wir das mal wieder rein. Schaut sehr gut aus. Habe ich das jetzt in den Tütchen wieder reingelegt, so schön. Ich hoffe. Damit kann man auch schön was basteln. Das hebe ich mal auf. Ja, das mal aufheben. Okay. Leute, so kleine Kunststoff-Zahnrad-Sachen. Zahnrad und Riemenscheiben. Okay. Dann Leuchtdioden. Nochmal Leuchtdioden. Und hier eine große Leuchtdiode. Das ist eine 10-Watt-LED. Und die könnte ich jetzt mal ausprobieren. Dazu stelle ich das Labornetzteil mal in die Strombegrenzung. Mal auf, ja, gehen wir auf 14 Volt, aber Strombegrenzung auf Anschlag. Dann gucken wir mal. Plus und Minus. Ups. Wann ist das hell? Obwohl ich die Strombegrenzung ja ganz schön drin habe. Stecke ich mal an. Wann ist das hell? Jetzt drehen wir mal Strom auf. 10 mA und schon so hell. 20, 30, 40, 50, 70. Ich bin bei 7,1 Volt. 70 mA. Schon ganz schön hell. 80, 100 mA. Bei 7,6 Volt. Dann gehen wir mal auf 200. Das soll eine 1 Ampere LED sein. Wird schon warm. 300, 400, 500. 600, 700, 800, 900 mA.
10,2 Volt. Ups, er wird schon ganz schön warm. Drehen wir mal lieber ab. Das muss ich hier auf der anderen Seite mit dem Kühlblech mal kühlen. Aber ganz schön hell. Allein schon 20 Milliampere, man ist das schon hell bei 20 Milliampere. Da wird man fast blind. Das ist echt wow. 20, 30, 20. Ja, 10 Milliampere. Bleibe ich mal auf 10 Milliampere. Ganz schön hell. 10 Milliampere. Ich nehme vom Labornetzteil die Strombegrenzung. Okay, sehr helle LED. Damit kann man wirklich richtig was beleuchten. Sehr helle 10 Watt Leuchtdiode. Dann gucken wir hier mal. Das sind Leuchtdioden. Gleich mal schauen, was das für welche sind. Stecken wir die mal an. Ich habe das Labornetzteil auf 10 mA Strom begrenzt. Dann hier das große ist Minus. Und der längere Pin ist Plus. Okay, die Strombegrenzung ist auf 0. Ups, habe ich die jetzt schon kaputt gemacht? 14 Volt. Och nee. Ich gehe mal mit der Spannung besser runter. Nicht, dass ich die schon kaputt gemacht habe. Das wäre dann echt blöd. Erst die LED angesteckt und schon kaputt. Nochmal. Auf 1,2 Volt. Minus hier. Und plus da. Ich glaube, der Ausgangskondensator vom Labornetzteil hat die LED schon kaputt gemacht. So, gehen wir mal auf 2,5 Volt. Auf 3 Volt. Ah, das ist eine weiße LED. Die ist auch ganz schön hell. Aber ich glaube, die eine habe ich jetzt kaputt gemacht, weil ich die noch auf 14 Volt war. Ja, die eine ist wohl durchgebrannt, ist wohl kaputt. Ja, die habe ich, eine habe ich kaputt gemacht. Oh, das ist doof. Das sind weiße LEDs. Genau, ein Pin ist länger. Der längere Pin ist Plus. Und der kürzere Pin Minus. Und ganz schön hell bei 10 mA. Aber ich darf mit der Spannung nicht so hoch gehen. Bin jetzt auf 3,1 Volt. 10 mA. Ganz schön hell. Schade, dass ich jetzt eine kaputt bekommen habe von denen. Es sind 1, 2, 4, 6, 8, 9, 9 LEDs. So, dann gucken wir die hier mal. Das sind 2, 4, 6, 8, auch 9 LEDs. Dann müssten das die blauen sein, dass die weißen waren. Ich gehe mit der Spannung besser mal auf 2,2 Volt runter. Auch bei Strombegrenzung, der Ausgangs-Elko vom Labornetzteil hat die eine wohl gekillt. Bin ich mal vorsichtiger. Minus und Plus. So, bei 2,2 Volt tut sich noch nichts, das ist klar. Gucken wir mal, drehen wir die Spannung auf, 2,6, 2,7, 3 Volt, es fließen noch keine 10 mA. Ups, 3,2 Volt, jetzt fließen 10 mA. Die ist auch hell. Es sind blaue LEDs. Wow. Es sind 1, es sind 9 blaue und 9 weiße. Wobei von den Weißen habe ich schon eine kaputt bekommen, weil das Labornetzteil auf 14 Volt hatte. Also auch wenn die Strombegrenzung angezogen ist, wenn das Labornetzteil auf 14 Volt ist, macht man die Dinger kaputt. Aber ich sag mal danke. Das ist echt sehr nett. Ich tue die jetzt trotzdem mal wieder rein. Die blauen. Und von den Weißen hatte ich eine kaputt. Aber da muss ich jetzt rausfinden, mal welche kaputt ist. Die tue ich nicht mit rein. Ich glaube, das ist eine von denen. Mal schauen, Minus und Plus, die ist, die leuchtet, dann 2, Minus, eine davon habe ich ja kaputt gemacht, 2, dann 3, ah, ich glaube ich weiß es, die da müsste das sein, die da, ups, Minus und Plus, ne, die leuchtet, 3, ja, funktioniert die jetzt doch? Minus und Plus. 4. Okay. Minus, Plus, 5. Minus, Plus, 6. Minus, Plus, 7. Die geht auch. Dann die 8.
minus plus funktioniert auch. Und die neunte, so plus, die funktioniert jetzt wieder. Minus plus, auch die funktioniert jetzt wieder. Jetzt funktionieren alle wieder. Das ist aber komisch. Ups, falsch gepolt. Minus und plus, ja doch, alle funktionieren. Doch keine kaputt gemacht. Minus und plus. Ja, doch keine kaputt gemacht. Alle funktionieren. Jo, sage ich mal danke. Dann kann ich die auch mal wieder reintun. Ah ne, die da ist es. Die ist es. Die habe ich extra schon weggetan. Die habe ich kaputt gemacht. Plus und minus. Ja, eine habe ich zerstört. Eine habe ich zerstört am Labornetzteil. Man darf die Spannung sollte immer nicht auf 14 Volt aufdrehen, auch wenn die Strombegrenzung drin ist. Gut, dann tun wir die weg und die anderen wieder da rein. Die eine, die kaputt ist, kann ich wegwerfen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt schon eine Leuchtdiode kaputt mache. Okay. Aber danke, Celestis. Ich verlinke seinen Kanal in der Videobeschreibung unten. Okay.